Willkommen zu diesem KDE Tipps und Tricks Screencast. Und in diesem Screencast möchte ich euch Mausgesten unter KDE vorstellen. Ja, ihr habt richtig gehört, unter KDE gibt es die Möglichkeit, Mausgesten einzurichten. Dazu gehen wir natürlich wieder auf unser Kickoff-Menü und in die Systemeinstellungen und können dort unter Kurzbefehle und Gestensteuerung unter eigene Kurzbefehle einige bereits vorgefertigte Mausgesten für den Dateimanager und Webbrowser Conqueror sehen. Ich habe die bereits aktiviert. Hier sehen wir die in dem Ordner. Ein Klick darauf sagt uns zuerst einmal ein paar grundlegende Informationen zu diesem Ordner und den Gesten, die sich darunter befinden. Also grundlegende Gesten für Conqueror steht jetzt im Kommentarbereich. Unter Bedingungen steht zum Beispiel drinnen, worauf sich die Gesten beziehen, und das ist in dem Fall das aktive Fenster muss Conqueror sein, dann werden diese Gesten ausgeführt. Hier kann man auch neue Sachen hinzufügen oder das hier noch bearbeiten, das vielleicht ein bisschen was allgemeiner fassen, falls man möchte. Schauen wir uns die Gesten mal ein bisschen genauer an. Hier haben wir zum Beispiel die Zurückgeste. Ihr seht im Kommentar, was ihr im Grunde genommen machen müsst. Drücken nach links und loslassen, das ist die Beschreibung der Geste. Sehr, sehr nützlich, sehr, sehr wichtig, dass man die im Kommentarbereich macht, denn im Auslöser seht ihr eine visuelle Repräsentation dieser Geste. Die ist aber nicht für alle immer sehr eindeutig erkennbar, was er jetzt hier machen muss, ob er von links nach rechts oder von rechts nach links irgendwie was machen muss. Man kann diese Gesten auch bearbeiten. Dazu klicken wir auf Bearbeiten und haben dann die Möglichkeit, in diesem Bereich einfach eine neue Geste reinzuzeichnen. Wir lassen aber jetzt mal diese Standardgeste hier drin und ich zeige euch gleich, wie man eine eigene Geste erzeugen kann. Als Aktion sehen wir, ist in dem Fall ein Alt-Left, das ausgeführt wird. Das heißt im Grunde genommen, dass die Mausgeste, die wir ausführen, umgewandelt wird in eine Tastaturkombination, die in dem Fall Alt-Left heißt und nichts anderes macht als eben die Tastenkombination Alt und linke Pfeiltaste drückt, die im Webbrowser ja standardmäßig dann eine Seite zurückgeht. Gut, damit wir das jetzt ausführen können, müssen wir natürlich noch in den Einstellungen aktivieren, dass die Gesten aktiviert sein sollen. Dazu klicken wir auf das Häkchen, haben dann noch die Möglichkeit, die Zeitüberschreitung und die Maustaste für das Ausführen der Gesten oder für das Einleiten einer Geste auszuwählen. Das ist standardmäßig Maustaste 2. Das ist bei den meisten Mäusen eben die mittlere Maustaste oder das Scrollrad, das gedrückt werden muss, um eine Geste auszuführen. Halte ich für sehr vernünftig, klicke ich auf Anwenden, will ich so haben. Jetzt kann ich zu einem anderen Desktop wechseln, mal den Conqueror ausführen. Und ja, gehen wir mal zur Webseite 7os.com. Und hier möchte ich zum Beispiel zur 7os Neptune Webseite gehen. Jetzt möchte ich zurückgehen. Anstatt jetzt mit meiner Maus von hier unten nach hier oben zu gehen, um den Zurückknopf zu drücken oder zur Tastatur überhaupt gehen zu müssen, um was zu drücken, kann ich auch einfach die Geste jetzt ausführen. Also gedrückt halten, nach links und nochmal gedrückt halten nach links und dann geht der Webbrowser zurück. Fast analog schon, das wird auch in den Einstellungen gesagt, ist nach vorne gehen im Grunde genommen drücken nach rechts und loslassen. Probieren wir auch nochmal aus, drücken nach rechts, loslassen und dann kommen wir wieder zur Neptun-Seite. Dann gibt es noch ein paar andere lustige Gesten, die sind hier alle schon vorgefertigt, wie zum Beispiel neues Unterfenster öffnen, das ist drücken nach oben loslassen. Im Kommentar steht jetzt zum Beispiel auch ein Konflikt mit dem Opera-Stil nach oben, der in den Voreinstellungen aber nicht aktiviert ist. Also wenn ihr irgendwie mit dem Opera-Browser irgendwie was habt und den benutzt, dann wäre es nützlich, dann, wenn es Probleme gibt oder Konflikte zwischen Gesten gibt, dass die auch im Kommentarbereich Erwähnung finden, damit Leute, wenn sie halt Gesten ausprobieren wollen und die in Konflikt stehen mit anderen Gesten, dann, wenn sie beide Gesten aktiviert haben, dann nicht irgendwie komplett verrückt werden, wenn dann 10 Fenster aufspringen oder sowas. Gut, probieren wir das auch nochmal aus. Also gedrückt halten, nach oben ziehen und das sollte uns ein neues Unterfenster machen. Ich habe jetzt noch eine Geste gelernt, nämlich gedrückt halten, nach oben und nach rechts wechselt zwischen Fenstern, Unterfenstern. Im Dateimanager, ihr seht, das klappt wunderbar. Ich kann zwischen den beiden Tabs so hin und her wechseln. Das klappt auch, wenn ich auf einem relativ schmalen Raum diese Geste mache. Das heißt, ich muss nicht ganz groß die Geste machen. Das geht also, aber ihr seht, es ist relativ einfach zu machen und auf einem sehr, sehr kleinen Feld. Deshalb hat das eben den Vorteil, dass man die Maus auf ganz großen Displays zum Beispiel nicht zum anderen Ende bewegen muss.
Gut, wie können wir jetzt eigene Gesten erstellen? Dazu gibt es die Möglichkeit, unter Bearbeiten einfach unter Neu entweder eine neue Gruppe anzulegen, falls man eine komplette Gestensammlung erzeugen möchte für ein bestimmtes Programm, kann man das hier machen. Dann wird wieder halt so ein Ordner quasi erzeugt für eben ein bestimmtes Programm und da kann man Gesten reinwerfen. Oder wir machen mal eine normale Mausgeste, die wir erstellen wollen und wir wollen eine Tastatureingabe senden. Nö, das wollen wir nicht. Wir wollen einen Befehl oder eine Adresse aufrufen. Versuchen wir mal das. Das heißt, wir haben mehrere Optionen, einen Befehl oder eine Adresse aufzurufen, eine Tastatureingabe zu senden, so wie wir das hier gesehen haben bei den Conqueror-Gesten, oder einen DBus-Aufruf zu machen. Das heißt, DBus erlaubt mir zum Beispiel auch per Netzwerk auf irgendwelche Programme zuzugreifen, die auf einem anderen System laufen. Und mit einer Mausgeste hier habe ich die Möglichkeit, mein Programm auf einem anderen Computer, was im Netzwerk mit meinem Computer verbunden ist, zu steuern. Eine sehr, sehr geniale Sache, wie ich finde. Aber wir machen mal einen normalen Befehl oder Adresse ausführen mit einer Mausgeste. Dann kommen wir schon zu einem klitzekleinen Problem. Er hat es jetzt in den Conqueror-Gesten-Ordner reingepackt. Das heißt, es würde jetzt tatsächlich nur funktionieren, diese Geste, wenn wir den Conqueror aktiviert haben. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb ziehen wir das hier runter in den allgemeinen Bereich, also dass es außerhalb des Ordners ist im Grunde genommen. Und dann gilt diese Geste eben für die Allgemeinheit. Jetzt können wir hier sagen, okay, wir wollen jetzt den Dateimanager öffnen, also sagen wir hier Dolphin öffnen. Und er soll halt eben bei uns den Home-Verzeichnis, das persönliche Verzeichnis, einfach aufrufen. Dazu gehen wir jetzt hier, können wir einen Kommentar geben. Sagen wir mal hier drücken und H zeichnen und loslassen. Dann können wir jetzt den Auslöser aktivieren. Das ist eben, wie gesagt, auf Bearbeiten klicken, in dieses kleine Fensterchen reinzeichnen. Hier, Obacht, mit der linken Maustaste reinzeichnen, damit er auch erkennt, was wir machen. Also linke Maustaste, dann zeichne ich hier so ein H. Ja, ist auch relativ gut geworden, das H. Und kann dann jetzt unter Aktion den Befehl oder die Adresse aufrufen. Ich sage in dem Fall einfach mal Dolphin. Soll er aufrufen, klicke auf Anwenden und kann das Ganze jetzt mal ausprobieren. Mittlere Maustaste gedrückt halten, ein H zeichnen und tatsächlich Dolphin startet. So haben wir jetzt also tatsächlich eine Mausgeste erzeugt, die ein Programm aufruft. So können wir tatsächlich die Tastaturkürzel, die es tatsächlich auch gibt, ersetzen durch Mausgesten für bestimmte Programme, aber auch für den Desktop allgemein. Ein kleiner Hinweis noch, es gibt bei Tastaturkürzel-Emulationen bei Mausgesten, wenn man also eine Mausgeste für eine bestimmte Tastatur, für ein bestimmtes Tastaturkürzel erstellen möchte, gibt es manchmal ein paar kleine Probleme. Bestes Beispiel wäre zum Beispiel, wir wollen Steuerung F8 für das Terminal oder für die Konsole irgendwie definieren mit einer Mausgeste. Ich kann es ja mal demonstrieren. Ich öffne mal ein Terminal hier und lege mal ganz schnell eine neue Mausgeste für die Tastatureingabe senden. Sage, der Auslöser ist so. Und sage jetzt bei Aktion Control plus F8. Das würde dann die Übersicht aller Fenster aufrufen. Ich sage Aktionsfenster, sage neu, kann jetzt hier das Fenster festlegen, was ich möchte, kann einen Kommentar dazu machen, kann sagen, Fenstertitel ist unwichtig oder es interessiert mich, welches Fenster das jetzt ist oder welche Fensterklasse es ist. In dem Fall sage ich einfach mal hier, ich möchte eine neue Regel für dieses Fenster erzeugen, sage automatisch festlegen, dann wandelt mein Mauszeiger sich um zu so einem Fadenkreuz und ich kann jetzt ganz bequem auch dieses Fenster einfach anklicken und ihr seht, er findet dann automatisch den Titel des Fensters und die Fensterklasse. Und die Fensterklasse soll halt eben Konsole sein oder enthält Konsole, Konsole. Sage einfach Fenstertypen normal, klicke auf OK, habe dann jetzt für dieses Fenster was angelegt. Ich habe keinen Kommentar eingegeben, egal. Klicke auf Anwenden und jetzt, wenn ich das Fenster hier in den Vordergrund bringe, kann ich jetzt mit der Mausgeste von unten rechts nach oben Steuerung F8 aufrufen. Aber ihr seht, in dem Fall hat die Konsole diesen Steuerung F8 Befehl einfach als Keycode hier reingeschrieben. Das klappt also in dem Fall nicht immer. Da muss man also darauf achten, wie die Programme mit solchen Eingaben reagieren. Er hat es jetzt quasi einfach hier reingeschrieben als Tastaturcode.
Was allerdings klappt, und das klappt auch sehr gut, wenn ich hier zum Beispiel STRG C eingebe für das Abbrechen eines Programmes, kennt ihr ja vielleicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Hardtop starte und das abbrechen möchte, mache ich einfach wieder die Mausgeste und ihr seht, es springt tatsächlich raus. Wenn ich dann hier noch einmal das mache, seht ihr, hat er tatsächlich STRG C gedrückt hier und das bricht halt den aktuellen Befehl ab. Das ist also eine nette Funktion, wie man auch im Terminalfenster eben mit Tastenkombinationen arbeiten kann, die einfach einer Mausgeste zugeordnet worden sind. So, das war's zu den Mausgesten. Ich hoffe, dieser Screencast hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.